Ducati Monster 821, KTM 790 Duke, Triumph Street Triple S, Yamaha MT-09 SP. Der Kampf um den Thron der Mid-Nakeds hat begonnen. Wer wird in den Alpen gewinnen? Ja, Ducati Monster 821, wir sind ja hier inmitten einer Schneelandschaft gefahren. Wie ist sie gefahren hier in den Alpen, Peter Meyer? Ja, man darf vielleicht grundsätzlich mal sagen, gerade diese Mittelklasse-Naked-Kategorie, das ist wirklich eine Klasse, die wie geschaffen für die Alpen zu sein scheint, weil die Motorräder sind kompakt, die Motorräder sind relativ leicht und sie sind auch kräftig genug, um hiermit Spaß zu haben. Und wenn wir jetzt konkret werden auf die Ducati 821, die Monster, es ist eine typische Ducati Monster, das heißt, man sitzt etwas gestreckt drauf, der Tank ist relativ lang, man ist als Fahrer relativ weit nach vorn gebeugt, hat dadurch natürlich als positiven Effekt einen guten Kontakt zum Vorderrad, ein gutes Feedback. Allerdings ist es hier in den engen Kehren ist ein bisschen unangenehmer, wenn ich so sagen darf, mit der Ergonomie. Das heißt, die Übersicht ist nicht ganz so perfekt, wie wenn man etwas aufrechter sitzen würde. Also die Monster lässt sich echt schön fahren, auch in den Alpen. Hat mich eigentlich auch echt überrascht. Früher war sie ein bisschen störrischer so in Kehren. Heutzutage fährt sich echt gut. Man kann auch, ich habe es mal ausprobiert, als wir hinter dem VW-Bus hinterhergefahren sind, die Drehzahl auf 1500 Umdrehungen fallen lassen, Gas gegeben, funktioniert. Also schlagartig willst du es nicht, aber sanft Gas anlegen, funktioniert. Und das kenne ich eigentlich nicht von den alten Monster. Da hat es gerappelt und es ging nichts vorwärts. Man musste vielleicht noch die Kupplung ziehen, Gas geben, ein bisschen mehr Drehzahl bekommen und dann anfahren. Ja, Stefan, du hast mir vorher schon eingeflüstert, du bist ein pragmatischer Typ. Da bin ich jetzt aber ganz gespannt, wie dieses Emotionseisen, die Monster 821, sich für dich schlägt. Ja, schlägt sich für mich eigentlich auch unterm Strich sehr gut, überraschend gut. Ich habe schon immer Probleme gehabt mit Ducatis teilweise, weil sie ein sehr, sehr eigenwilliges Fahrverhalten haben. Aber mit diesem Motorrad kann man hier sehr gut fahren, was für mich jetzt als nicht ganz kleiner Mensch nicht ideal ist, ist der Kniewinkel. Also die Fußrasten sind relativ hoch. Und dann, ansonsten läuft das Motorrad neutral in die Ecken. Der Schaltautomat funktioniert wunderbar. Braucht man auch bei diesem Zweizylinder, vor allem vor den Kehren, dass man da in den ersten sauber reinkommt. Ein bisschen Probleme bereitet die Gabel, weil sie in der Druckstufe sehr weich gedämpft ist und die Bremse wiederum sehr, sehr radikal zubeißt und die ganze Frontpartie dann relativ schnell abtaucht, also mehr als man will. Da würde ich mir jetzt zum Beispiel eine einstellbare Gabel wünschen. Aber ansonsten ist diese 821 ein rundum gutes Motorrad mit einem schönen Motor, der auch emotional ist, wie man so sagt, hat die ein oder andere kleine Schwäche, aber man kann da gut mit leben. Okay, so feine Schwäche ist so das Ansprechverhalten in den Spitzkehren ein bisschen diffizil, oder? Ja, wenn in dem Moment, wo du im ersten Gang bist, das Ansprechverhalten des Motors ist okay. Nur das beim Anbremsen taucht die Front eben relativ tief ein und das bringt leicht ein bisschen Unruhe. Ah, okay. Was? Aber ja, man kann mit diesem Motorrad hier auch wunderbar zügig fahren. Also das ist jetzt, das nicht falsch verstehen, bitte. Okay, na, passt schon. Klischee, der Schnee ist da und wir sprechen jetzt über die Duke 97 hier beim Alpenmasters vom Motorrad. Peter Meyer, du bist ja schon viele KTMs gefahren, meistens aber Rallye-Maschinen, jetzt mal eine Duke 97. Wie gefällt sie dir, die neue Zweizylinder-Maschine? Ich darf für mich sagen, ich bin, glaube ich, alle KTM-Maschinen gefahren, die gebaut werden, und wenn man sich jetzt auf die KTM 97 Duke draufsetzt, dann hat man dieses Déjà-vu-Erlebnis, man sitzt 1:1 wie auf der 1290 Super Duke. Also man sitzt, der Lenker ist relativ hoch, der Sitz relativ tief, der Kniewinkel relativ offen, eigentlich viel weniger sportlich, als man das erwarten würde von so einem sportlich orientierten Motorrad. Und wenn man dann fährt, dann widerlegt sie genau diesen bequemen Eindruck. Das Motorrad ist zielgenau, das Motorrad ist agil, das Motorrad ist frisch und hat wirklich einen sehr sportlichen Charakter, obwohl man, wie gesagt,
am zunächst denkt, okay, das ist vielleicht eher eine touristisch ausgerichtete Konzeption. Okay, und jetzt ist ja unten bei den Testpiloten, da habt ihr jetzt, glaube ich, 4 verschiedene Leute im Sattel gehabt, oder? Und jetzt habt ihr unten die Punkte eingepunktet. Wie gab es da Gegenstimmen oder waren alle so begeistert? Es war jeder so begeistert, das darf man hier wirklich, wirklich sagen. Allein diese kommode Sitzposition, die aber in der Fahrpraxis, wie eben schon erwähnt, wirklich trotzdem noch einen sportlichen Charakter erlaubt auf dem Motorrad. Das ist ein toller Kompromiss, den KTM hier gefunden hat. 1:1 wie bei der 1290 Super Duke, wie eben schon gesagt. Das ist ein rundes Konzept und nicht nur für den sportlichen Einsatz, sondern eben auch mal für die etwas gemütlichere Alpentour. Für beides scheint diese 97 Duke geschaffen. Ich mag die Duke, ich mag die Agilität. Klar, über das Fahrwerk kann man sprechen, ja. Aber man muss einfach sehen, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich passt. Der Sound finde ich gut, sie patscht mit dem Runterschalten schön in den Auspuff rein, so wie man sich es eigentlich vorstellt. Okay, und wenn es jetzt oben sitzt, Duke 97, Zweizylinder-Motor, neues Aggregat, perfekt motorisiert eigentlich. Denkt man sich immer, wieso braucht man mehr oder wie ging es dir mit dem Aggregat? Also gelungen, muss man wirklich sagen, gelungen. Da. Und das ist ja so, dass der Maxxis-Reifen, glaube ich, einen guten Ruf genießt, Enduro-Bereich, Supermoto-Bereich, aber wie geht es dir jetzt mit dem Image hier? Wenn du sagst, du stehst vor einem Bike-Café, ist dir das egal, dass Maxxis oben ist oder passt? Ja, das ist mir eigentlich völlig egal. Mir geht es eigentlich darum, funktioniert der Reifen, wie ist er vom Handling, welchen Grip hat er, sowohl kalt, nass, wie auch logischerweise trocken und wenn es schön warm ist. Man muss sagen, natürlich im Regen hat er gewisse Abstriche, aber wenn der Reifen gut auf Temperatur ist und es trocken ist, macht das Ding richtig Spaß und er ist super handlich agil, also bezogen auf das Motorrad dann auch. Ja, es tut mir leid, du wolltest kurz Pause machen, hast aber über die Lippen kommen lassen, die KTM ist echt gut. Und schon ist das Mikro in der Fresse, tut mir leid. Ein richtig rundes Motorrad, du sitzt gut drauf, es geht alles einfach, der Motor geht in jedem Bereich eigentlich und es kann, glaube ich, jeder fahren. Okay, aber jetzt bist du ein sehr routinierter Motorradfahrer, dir geht nichts ab, weil du weißt, es gibt da deutlich stärkere Motorräder auch noch von KTM, richtig dimensioniert? Ja, aber die würde ich hier gar nicht haben wollen. Hier reicht mir das vollkommen, wirklich, weil dieses Ding einfach leicht ist, es hat wenig Gewicht, was es den Berg hochschieben muss. Du kannst jetzt hier hoch den Galibier, kannst im Grunde alles in einem Gang fahren, also die Kehren im zweiten und dann dreht er auch lang genug raus, bis die nächste Kehre kommt, du musst dich eigentlich um gar nichts kümmern. Es ist ein rundum sorglos Paket, bis auf die Bremse, die ist, könnte ein bisschen mehr Biss haben, aber ich bin echt beeindruckt. Und es ist ja so, wir haben ja diskutiert, glaube ich, gestern Abend, dass manche Motorräder erschreckend teuer heute schon sind für das, was sie bieten. Die hier, wenn man dann schaut, Wahnsinn, was da drin steckt für die Kohle, oder? Das ist echt ein richtig guter Preis. Die kostet unter 10.000 Euro mit Schaltautomat, mit Kurven-ABS und alles, was es eigentlich heutzutage gibt, was State of the Art ist. Und es funktioniert auch in diesem Motor. Der Schaltautomat, der geht so bluffig rein, raus, hoch, runter. Also das haben sie echt gut hingekriegt. Und dann, wir haben ja schon Videos online gehabt, ich glaube ihr auch, und da waren immer 2 Kommentare drunter. Eines war, das Fahrwerk ist nicht einstellbar und das andere war die Maxxis-Reifen. Was hat es in der Praxis für eine Auswirkung für einen erfahrenen Piloten? Also das Fahrwerk ist nicht einstellbar, das ist dann schlecht, wenn das Fahrwerk nicht funktioniert. Wenn das Fahrwerk aber grundsätzlich mal funktioniert, dann muss ich auch keine Einstellmöglichkeit haben. Das ist genau wie beim Motormapping. Ich kann 4 verschiedene Mappings haben, da funktioniert kein einziges gut. Oder ich habe ein Mapping, was funktioniert, dann brauche ich keine weiteren. Mhm. Also ich glaube, für den Preis kann man das wirklich nicht erwarten, dass das Fahrwerk einstellbar ist. Wir haben hier für 10.000 Euro ein Paket mit einem komplett neu entwickelten Motor, einem komplett neuen Fahrwerk, was tadellos funktioniert. Da kann ich da gut drauf verzichten. Wie hat da die Street Triple S positioniert, Peter Meyer? Die Street Triple charakterisiert sich natürlich wie seit dem ersten Tag, in dem sie gebaut wurde, durch ihren Dreizylindermotor. Allein dieser Sound, ganz toll, ganz knackig, ganz frisch. Und auch nicht nur durch diesen Motor, sondern auch durch dieses vorderradorientierte Fahrgefühl. Also man hat das Gefühl, das Vorderrad klebt regelrecht auf dem Asphalt. Man bekommt ganz, ganz tolles Feedback. Also das ist die Stärke der Street Triple, auch der Speed Triple ihrer großen Schwester. Tolle Gefühl für die Front und das gibt einem natürlich auch den Mut, hier mal richtig fatzen zu lassen, wenn man es leger ausdrücken möchte. Das heißt, die Street Triple ist ein Motorrad, mit dem man gern schnell fährt. Es wird auch
unterstützt durch den sanft ansprechenden Motor in den unteren Drehzahlen. Sie zieht wirklich praktisch Abstandgas hier raus, hat eine ganz weiche Gasannahme, was ja in den engen Kehren relativ wichtig ist, lässt sich prima schalten. Ihr fehlt allerdings der Schaltassistent, zumindest im S-Modell. Aber unterm Strich kann man wirklich sagen, ein Motorrad, das in die engere Auswahl des Siegerbikes hier in dieser Klasse kommt. Okay, es ist natürlich auch interessant, wir haben schon angesprochen, extrem interessant die Preisgestaltung vom Fahrzeug. Warum habt ihr jetzt eigentlich zu diesem Test mitgenommen die S und nicht die R oder die RS? Wie habt ihr das entschieden? Denkt ihr, da ist das größte Interesse daran oder wie war die Auswahl? Ja, wir denken, dass wir wollten auch bei Triumph, nachdem wir in der großen Klasse, in der Power Naked Klasse, die maximal ausgestattete Variante haben, wollen wir hier mal die Basic-Version ins Testfeld integrieren. Und wir müssen sagen, oder wir dürfen sagen, uns hat eigentlich gar nichts gefehlt. Wir haben jetzt keine einstellbare Federung vermisst oder sonstige Gimmicks, abgesehen von dem Schaltassistenten, wie ich eben schon erwähnt. Und die Triumph hat sich auch in ihrer Basis Ausstattung ganz gut geschlagen. Die Street Triple S ist ja in dieser Modellreihe zwischen S, R und RS die einfachste, die günstigste Version. Der Doppelkolben-Schwimmsattel hat auch nur eine Einstellmöglichkeit fürs ABS. Die Bremse ist nicht ganz so wirkungsvoll wie die Schwestermodelle. Trotzdem war die Bremsmessung okay, also sie hat auch nicht zum Stoppi geneigt. Von der Wirkung könnte noch ein bisschen mehr kommen, aber dafür ist das Fahrzeug auch günstiger als die Familien. Also Preis-Leistung passt. Genau. Aber es ist so, es ist schon so, weil manche Leute glauben ja, ja, da zahlt man nur den Namen mehr. Also die RS kostet ja mehrere tausend Euro mehr. Du als Fachmann, der auch wirklich Messwerte zu Papier bringt, du sagst also, die bremst schneller. Die RS bremst besser auf jeden Fall. Okay, aber gut. Es sind, so wie du sagst, es sind mehrere tausend Euro dazwischen. Was ich gut finde, ist bei der Triumph-Familie, man kann sich wirklich das aussuchen, was man haben will. Also wenn ich wenig Geld ausgeben will, nehme ich eine S und die kann wirklich relativ viel. Und wenn ich aber sehr sportlich unterwegs bin, nehme ich einfach die RS und zahle halt die paar tausend Euro mehr drauf. Habe aber dann auch ein besseres Fahrwerk, ein Schaltautomat, mehr Leistung, TFT-Display und so weiter. Jetzt habe ich ganz was Interessantes gehört. Du hast gesagt, die Street Triple ist von den Primärtugenden her ein was? Interessantes Motorrad? Ein super Motorrad. Das muss man jetzt bitte erklären. Was sind Primärtugenden? Vielleicht müsste man dann erst erklären, was für mich Sekundärtugenden sind. Also Ausstattung, verschiedene Mappings, Traktionskontrolle, ABS. Das sind Sekundärtugenden heutzutage. Aber die Primärtugenden, also wie ist so ein Motorrad ausbalanciert? Wie harmonieren Motor und Fahrwerk? Wie fühle ich mich als Fahrer drauf? Da ist die Street Triple seit ihrem Erscheinen eigentlich mehr oder weniger der Maßstab. Man setzt sich auf dieses Motorrad drauf, fährt los und denkt nicht erstmal nach, oh, ich habe keinen Schaltautomaten, sondern man denkt, wow, das fährt aber schön, einfach, handlich, berechenbar und überfordert mich nicht. Das meine ich mit Primärtugenden. Neues Lieblingswort. Aber eins, was mich noch interessiert, Sitzposition, großer Bursche bist du ja auch. Hat es gepasst hier am Bass? Passt für mich. Also okay. Es ist im Vergleich zur 1050er Speed Triple, die wir gestern hatten, da fühle ich mich natürlich eigentlich etwas besser aufgehoben von der reinen Motorradgröße. Aber ich glaube, dieses Motorrad passt auch eigentlich von 1,60 bis 1,90 irgendwie one fits all. Perfekt, danke. Ein sportlicher Protagonist hier in der Testrunde, sicherlich ein sehr sportlicher in der Midsize-Naked-Klasse bei euch beim Alpenmaster, das ist die Yamaha MT09SB. Top ausgestattet. Diese ganze tolle Ausstattung, auch der üppig ausgestattete Motor, wie hat sich das jetzt geschlagen hier in der rauen Wirklichkeit? Ja, also wir waren sehr gespannt auf dieses Motorrad, weil eben wie die Triumph setzt auch Yamaha ja jetzt auf dieses Dreizylinder-Konzept bei der MT09. Und genau diesen selben Reiz wie die Triumph verströmt auch dieser Yamaha-Motor. Eben Abstandgasdrehzahl packt er schon sauber an. Ein bisschen härter als die Triumph. Die Gasannahme ist ein bisschen rauer ausgefallen. Nicht ganz so ausgefeilt. Aber danach hat sie wirklich Druck. Der Motor schiebt an. Auch bei der Yamaha ist dieses Phänomen dann zu bemerken, dass der Druck auf dem Vorderrad relativ hoch ist. Das heißt, man hat ein sauberes, sicheres Gefühl für die Front. Und genauso eben dann, wie auch bei der Triumph, macht das an, ein bisschen schneller zu fahren, als man vielleicht sollte oder müsste. Ja, ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr entscheiden, meine lieben Freundinnen und Freunde. MT09 ist aber auch ein Fahrzeug mit einer Sitzposition, die nicht alle mögen. Man sitzt etwas aufrechter drauf, ein bisschen Richtung Supermoto. Du bist Offroader. Wie hat es dir gefallen hier in den Bergen? Das ist vielleicht der einzige Makel, den man der Yamaha MT09 SP da
da ankreiden kann. Der Lenker ist relativ weit hinten montiert, er ist auch relativ stark gekröpft, das heißt, er ist relativ nah am Oberkörper. Und speziell, wenn man jetzt hier auf diesen Bergabkehren, wenn man da stark bremst, die Bremse ist hervorragend, also das heißt, man kann das auch gut einsetzen, dann drückt es einen ein bisschen in Richtung Front und man wird dadurch zu nah an den Lenker gedrückt, sitzt ein bisschen inaktiv dann auf dem Motorrad. Das macht ein kleines bisschen den Fahrspaß schlechter, aber letztendlich kann man schon sagen, dominant an diesem Fahrzeug ist der Motor. Das Fahrwerk ist natürlich super, es ist ein Öhlins-Fahrwerk mit Öhlins-Gabel, Öhlins-Dämpfer, spricht super an und der Motor ist halt der Wahnsinn. Der hat halt richtig Dampf aus dem Engen raus, der Dreizylinder und das macht richtig Laune. Okay, und du hast gesagt, du bist am Vormittag gefahren, glaube ich, ein MV Agusta, ja. Brutale 800, und das hat dich ein bisschen erinnert dran, war ähnlich oder wie? Das ist eine ähnliche Sitzposition, auch ziemlich vorderradorientiert, auch ein Dreizylinder und ich weiß nicht, die Dreizylinder machen ja in der Klasse Spaß und die MT09 ist ja auch sehr nah an der MV Agusta, auch von der Kubikzahl, wenn man das so anschaut. Genau, das wollte ich jetzt ansprechen. Jetzt sind wir ja am Vormittag gefahren, diese großen Naked Bikes, Z1000R, die 800er Brutale auch mit über 140 PS und so weiter. Und jetzt am Nachmittag fahren wir die Midsize Naked, nennt sie es hier beim Motorrad Alpenmasters. Wo siehst du sie eher? Ist sie hier zu groß und dort zu klein? Wo gehört sie rein? Ja, sie ist halt in dem Feld ist sie ziemlich am oberen Ende der Klasse und die MV Agusta, die war ein bisschen am unteren Ende der Klasse. Und da muss man halt viel über die Drehzahl gehen und hier kann man auch wirklich mit Drehmoment fahren. Okay, und jetzt ist ja der Motor von dieser M09SB, hat also einen Ruf, dass er sehr ja, direkt und aggressiv ans Gas geht. Wie war das hier im engen Kurvengeschlingel? Bist du gut zurechtkommen? Bin super zurechtkommen, macht richtig Laune, die hat richtig Dampf und das ist eigentlich das Entscheidende, dass man schnell wieder aus der Kehre rauskommt und dabei auch Spaß hat. Der Motor ist echt eine Wucht und hier in den Alpen eigentlich bietet er alles, was man braucht. Er kommt aus den Ecken raus, er geht über das ganze Drehzahlband und oben raus dreht er nochmal richtig frei. Also am Motor liegt es hier sicher nicht und insgesamt hat mich diese MT09, die SB-Variante mit dem Öhlins-Fahrwerk, absolut überrascht, weil das Fahrwerk wirklich auch allererste Sahne ist. Mit einer Ausnahme, wenn es arg holprig wird, dann wird es schon ein bisschen unkomfortabel. In der Tat war mein Problem mit dem Motorrad vor allem die Lenkerposition, weil der ist mir zu nah am Oberkörper. Also speziell bergab, wenn du die Kehren anbremst, lastet dann viel Druck auf den Schultern. Und ich würde mir einen Lenker wünschen, der einfach etwas weiter nach vorne gedreht wird. Aber ansonsten ist dieses Motorrad wirklich, hat im Vergleich zur Standard-MT deutlich, deutlich gewonnen und ist schon eine beeindruckende Veranstaltung. Auch die Bremsanlage, sämig, bissig, wunderbar dosierbar. Also je besser die Straßen werden, glaube ich, desto besser ist die. Aber ich bin die MT09 leider jetzt auf den schnelleren, gut ausgebauten Pässen noch nicht gefahren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da performt das sehr, sehr gut. Bei der KTM 97 Duke fragt man sich, ob die Idee für dieses Bike von Spielzeughersteller Playmobil stammt. Denn was die Farbdynamik anbetrifft, gibt es kein besseres Spielzeug für die Alpen. Schon im Stand ist sie niedrig und schmal und mit 187 Kilo auch federleicht. Und in Fahrt wuselt die KTM mit dem 105 PS starken Zweizylinder nur so durch die Kurven. Ein perfekt funktionierender Schaltassistent, das super handliche Fahrwerk und die ordentliche Federung schnüren wirklich ein Paket, das auf den Passstraßen verdammt viel Laune macht. Und obendrein ist sie mit 10.000 Euro noch die mit Abstand preisgünstigste Maschine unter allen Gruppensiegern.